So, die Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Gemeinderatssitzung vom 7. Mai, die wir ja kurzfristig abberufen. Wir haben uns eigentlich unik gemacht mit der Schulorganisation auseinanderzusetzen. Wir haben aber noch drei andere Punkte auf der Norden der Schule gesagt, die echt administrativ-technischer Natur sind. Da denke ich, dass es Kenntnisnahme von einer Gruppe der Travail, die angesagt wird, und dann die Inskription von einem Kredit, respektive ein Contrat de Location. Ich denke, dass wir da keine größere Diskussion werden. Darüber holen wir geht, dass ja hauptsächlich halt darum, die Schulorganisation, die am Ort des Jours, also stelle fest, dass wir vollzählig aufwesend sind und dass wir an dieser Sitzung können dann noch aufhängen. Ich komme dann direkt zum Punkt Nummer 1, das wäre die Organisation vom Enseignement Fondamental. Ein paar Worte, Introduktion. Also mit der Schulorganisation von Haut steht, wie gesagt, die erste Etappe im Ordre du Jour für uns administrativ, pädagogisch, technisch an unseren drei Schulen eben aufzustellen. Vor diesem Jahr ist keine einfache Aufgabe, auch von den Daten hier, die ein bisschen wie mal koinciert waren, weil wir Kanzen dazwischen fallen, weil das Zirkulaire du Printemps noch nicht disponibel war. Mais bon, ich will auch von dieser Platz aus all den Leuten Merci sagen, die in diesem Dokument geschafft haben. Das ist der nächste Platz, also als Schulpräsidentin Christian Biver, Tina Giannessi und Dan Blau, mit sind noch die Leute aus unserem Schulservice, die im Englisch ein guter, kompetenter Arbeit gelegt haben. Schon gesagt, es war nicht einfach, das ist immer delikat für die Schulorganisation auf Bein zu setzen, wohl wissend, dass man in einer Kanalzahl hängen, die relativ hoch ist, und die schon die letzten Jahre eigentlich immer für eine Schwierigkeiten gestalten, dass wir die Schulklassen nicht so groß machen und dass wir auch genug Klassensäle an Disposition haben. Das ist auch ein bisschen von der Spitze gefühlt, man ist gefreut, für dass all die Spielregeln, die wir da haben, für das, die sich abdrängen, dass wir die auch können entsprechend umsetzen. Ich will von dieser Platz aus die Merci, die ich darunter gesagt habe, aber auch als Schuldirektion, unter anderem Philipp Klossen, Matt Aschleissen, ich meine hier in seiner Equipe, heute haben sowohl die Schulpräsidenten wie auch die Schulservice bestens begleitet, motiviert und unterstützt dann noch geholfen. So wie das in den letzten Jahren schon immer nicht von anderen Personen der Fall war. Dann will ich so, mit dem, was heute votiert wird, definieren wir die Orientation, für uns organisationstechnische Schulfragen zu klären, das ist die Basis. Das ist eine quasi provisorische Schulorganisation, die im Laufe der nächsten Wochen sicherlich verfeinert und teilweise auch adaptiert wird gehen. Excuse me, schon ein bisschen privat zuhören, dafür ist mein Telefon nicht auf Lös gestanden. Ja, also, dass wir dann am Laufe vom September, Oktober, an der Gemeinderatssitzung dann definitiv in der Schulorganisation arretieren, wie sie dafür leiden, mit dem, was wir heute machen, das ist dann, wie gesagt, die Basis von allem. Wir haben eine Schule, die sich verändert, ich meine, die Leute, die sich mit der Schule beschäftigen, die an der Schule präsent sind, an der Schulkommission, die merken das. Das ist ein permanent, das evoluiert permanent und darüber muss entsprechend noch reagiert gehen. Das geschieht teilweise über die Schulorganisation, was wir heute machen, aber das geschieht auch durch viele andere Prozesse, die auch laufen und die am Gang sind, umgesetzt gehen und die eben dafür sorgen, dass wir am Oktober dann eine flotte Schulorganisation können finalisieren. Schon ein persönlicher Machmann, die ich Lios am Fungel schon immer formuliert habe, die wissen, dass das Schulgesetz als umgeändert ging und mit der Veränderung von den Responsabilitäten vis-à-vis vom Staat und der Gemeinde per rapport zur Schule, hat den Heinz so den Eindruck, wie wenn die ganze Schulorganisation ein bisschen lernt, die Gemeinde lebt. Wir müssen zwar dafür sorgen, für die Schulräume und für das Funktionament aus sich, aber der Blick an die Schule ran, den ist eigentlich nicht mehr an unseren Händen, aber schon mal von den Leuten immer über diese Schulservice und noch teilweise über den Chefrot, aber von den Eltern nur geschwärt gehen, was an der Schule gut lebt oder nicht gut lebt, mit das eben anders das organisiert und noch Kompetenzen eigentlich von der Schulkommission, die leiden ein bisschen auf einem anderen Niveau. Aber das ist gut, einerseits, andererseits, als es vielleicht auch zu bedauern. Aber ich denke, die Diskussion, die wir feiern, sind da im Oktober von 2018 rund um Bildungslandschaft von Schöfflingen, die wir da neu entwickeln, neu orientieren, neu aufstellen,
man will eine Dezentralisierung von der Maison Relais zu feiern, man will noch ein Feiert, respektive eventuell eine fünfte neue Schule zu bauen. Die gibt aber alle Partner, die an der Schule involviert sind, sowohl die Kanner über die Eltern bis hin zu den Edukateuren an der Maison Relais und an dem ganzen Corps enseignant. Gibt es aber die Möglichkeit für während einer konzentrierten halbe Jahr bis Jahr darüber nachzudenken, okay, wie soll eine Schule funktionieren. Da will ich auch aufhören, wenn das mal haben zwei, drei Schulgebäude, mit den drei Schulgebäuden, die funktionieren gut mit denen. Wir haben noch drei Schulpräsidenten, die gut mit denen kooperieren, da das an der Tradition von den Jahren vier drunter. Alle Schule hat sich spezifisch gegeben und geht auch immer für sich die Rechnung zu tun. Ich denke, wenn wir am Kader über den Development scolaire haben, ich schwätze den Plan des Development scolaire, da kann ich das feststellen, dass alle Schule Spezifitäten hat. Dann dachte ich, dass wir gemeinsam Linien, die zu feiern sind. Ich will just eins sagen, was ich am Montagsmorgen sind, ARD gesehen und um 5:30 eine große Diskussion in Deutschland über die Lesekompetenz. Und ich meine, die Lesekompetenz die betrifft nicht nur, dass jeder kann lesen und Buchstaben kann identifizieren, aber dass die Leute auch verstehen, was sie lesen. Und in Deutschland haben sie eine Studie gemacht, wo sie festgestellt haben, dass 10% von der Bevölkerung zwar Texte können lesen, aber keine Lesekompetenz haben, um zu verstehen, was da dran ist. Ich will einfach nur sagen, das ist ein Thema, die neue Schulen ganz stark beschäftigt, auch mit der Informatik, die kennt man den Handy, die sie an der Schule haben. Und das eben Schule haut nicht nur ein einfacher Gebäude, als du hinzustellen, muss ich auch überlegen, okay, was sind dann die pädagogischen Approchen, die an den Schulen da gemäht gehen. Auch das ist eine Aufgabe, die wir manchmal als Gemeinde können, aber mit begleiten können, dass man nicht den pädagogischen Anblick mehr haben, wie wir tun haben. Die während Grundschule, also vom Präkursivot-Spielschule und die verschiedenen Zyklen vom C1 bis an den C4-2, was wir früher nach sechs Schuljahren genannt haben, als eine echte Weichenstellung für den schulischen und den beruflichen Werdegang von den Kindern. Ich denke, da haben wir alle gut zusammen mit den Responsablen auf den verschiedensten Niveaus eine Co-Responsabilität, die uns eben nicht egal soll sein. Ich will nicht so ein Schulhalten, also auch nicht einfach Schule, wie gestrovend partizipiert wird. Und dem Aufführungsabend, über das Ideenwerkstatt, hat gemerkt, dass ein Approche gemäht ging, über den philosophischen und pädagogischen Approche, die an den Schulen so laufen. Was das Schule hat, wie soll die Schule funktionieren, was für ein Eintritt sind am Eintritt von den Kindern zu machen. Also es geht wirklich nicht nur darum, für eine Schule irgendwo zu bauen, aber eine Schule braucht man so ein linde Konduit mit einer gesunden Philosophie, mit einer kannerorientierten Approche, mit pädagogischen neuen Responsabilitäten. Und das ist mal gestroffen, ich weiß nicht, wie dem Wünsch gegangen, also dem Riso, die war ja auch mal dabei. Das war eine ganz flotte Diskussion und ich bin wirklich gespannt, wie sie alles mit von den pädagogisch-philosophischen Approchen hinkommen für etwas Infrastrukturelles, auf den zu stellen, was sowohl das Reamanagement von unseren aktuellen Schulgebäuden angeht, wie auch für den Neubau von der Schule wird. Das war eine interessante Diskussion. Es tut wirklich gewissen, dass es nicht nur darum geht, einfach eine Schule hinzubauen mit Bänken und still dran und dann hört es sich nicht. Schulhänden ist halt etwas ganz Difficiles, etwas ganz feinfühlig muss ich gepacken. Aber zurück zu dem, was heute geht es also darum, sich über die Verteilung von den Kindern auf die einzelnen Schulgebäude auszuschwätzen und festzuhalten, wie viele Schulklassen wir brauchen an der Listing für die Klassenverteilung zu votieren, für das alles wird, heifunder, das Lehrpersonal das organisatorische Aufgaben erledigen kann und unser Schulservice dann die entsprechenden Posten kann auch ausschreiben. Wir machen das ist ja ein bisschen anders, das ist ja gut geworden, bis die Posten verteilt gehen. Ich meine, einfach eine Klammer ab. Normalerweise ist das immer direkt im Anschluss von dieser Sitzung. Das ist aber recht an den Juni geplant, weil wir eine Reihe von Schulmeistern haben, die sozusagen am Ausbildungsprozess sind und die auch Chancen haben, sich da können zu melden. Und dann machen wir recht die Verteilung von den Klassen. An einem zweiten Wolle geht es doch darum, den Plan Akademie periskolär zu votieren. Die Schule von Haudas Jomei. Als ich nicht mehr mit den Ahnen oder aus dem Blickwinkel von früher zu gucken, den Plan d'Encadrement Periscolaire, wollte mir an einer nächsten Sitzung, also dem Conseil, auch zum Wort vorlegen. Im Moment muss ich zwar so, dass ich keine größeren Änderungen habe, dass auch keine Urgence als linde Konduite, die wir als Fähigen und über Jahre mit der Betreuung von den Kindern vier in der Schule, an der Schulpause, an der Schule, an der Mittelstunde, bis dann eben an die Stunden ran, ich meine, da gibt es keine größeren
neue Approchen, die da müssen geholt gehen, sodass wahrscheinlich die Plan d'Encadrement périscolaire, die wir da haben, kleine Adaptationen muss kreieren. Aber für den Rest denke ich, dass das wird keine Betreuung der sicheren Schule wie die Aufgabe von der Maison Allee und die Aktivität Periode Parascolaire sind, dass das so kann laufen wie das. Ich muss auch von dieser Platz aus manchmal in Klammer oben denken, das ist ganz erfreulich zu sehen, dass die drei Schulgebäude und auch die Maison Allee, dass du eine Kohabitation über die Diskussion, die wir hier haben, an der Diskussion rund um die Bildungslandschaft neu entwickeln, dass die ganz gut funktioniert. Gestrufen waren, ich meine, die Indikatoren aus der Maison Allee praktisch alle gut präsent, und auch das Lehrpersonal zu einem guten Drittel aus allen Schulen. Und mir gedacht, dass du umgegangen hast, sich knutzig abzudauen, den vielleicht für ein halbes Jahr noch nicht so gesehen hat, ob schon ein Teilweise schon funktioniert hat. Aber ich muss so in der Maison Allee, die Diskussion findet ja am Kader, also an der Maison Allee statt, die wird wirklich hier groß abgemäht. Und ich denke, dass also ein Plus-Value, die hier nur sich an der Schulorganisation wird rumspiegeln. Weil wir brauchen nicht nur, wenn wir eine neue Schule haben, eine gute Kohabitation, eine Kooperation zwischen der Maison Allee. Wir brauchen die auch schon an diesem Schuljahr, besonders auch dann am nächsten Schuljahr. Und dann das Drittes, was uns eben beschäftigt, das haben wir eigentlich für eine Reihe von Gemeinden gemäht, das waren dann Bildung respektive den Plan de Développement scolaire von den nächsten Schulen zur Kenntnis zu holen, wo dem Enseignement, dem Apprentissage geht, wo dem Pädagogik geht, wo dem Kanon mit spezifischen Bissen geht, wo dem Kooperation und Kommunikation mit den Eltern geht, wo dem Integration von neuen Technologien und so weiter wird gehen und auch das als indirekt mit dieser Schulorganisation verbunden. Zurück zur eigentlichen Schulorganisation 4 habe ich dazu von der Komitee der Kollegen respektive der Schulpräsidenten gelegt. Und diesen prozedurellen Prozess ist natürlich auch der Schulkomitee involviert und da auch die Elternvertreter, der Tisch, das von Marion, also auch mit den Elternvertretern aufgeschwärzt. Und nach 400 Öster Vakanzas angefangen gehen, eben über die Schulorganisation nachzudenken. Nur Rücksprache mit unserem Schuldirektor, dem ganz engagierten Philipp Klosers, am Kader von der Schulkommission dieses Projekt für eine Woche proposiert gehen und diskutiert gehen und auch von der Schulkommission als Proposition einstimmig angeholt gehen. Von dieser Platz aus noch ein großes Merci an all die, die die Mat geschafft haben, der Schulpräsidentin, dem Schuldirektor, schon genannt, aber auch dem Tammy Anisee und dem Martin Zimmermann aus dem Schulservice, die ja eine wichtige Urlaubstelle sind, nicht nur für das Lehrpersonal, sondern besonders auch für die Eltern und ich meine, sie sind uns erst die zwei mit ihren Kolleginnen, die nach Sosto sind, die müssen dafür sorgen, dass unser Schulservice mit Liebe gefüllt wird und mit dieser Seele am Ende von der Kanne schafft. Für die Abstelle gehen die paar Parameter und Kriterien, die zu berücksichtigen sind, an die kleine Konduit, an die kleine Konduit von demselben stehen als an der Zirkulär der Avril. Ich meine, die haben sich auch über den L zugestellt, können sie also ein bisschen spät kommen, wie man schon angefangen hat mit der Schulorganisation. Ich weiß nicht, was das gelesen hat. Es stehen auf einer Reihe von linden Konduiten dran, Modalitäten, die zu respektieren sind. Und ich denke, dass das an der ganzen Prozedur hier sowohl vom Schuldirektor wie auch von der Schulpräsidentin und eben auch der Schulkommission berücksichtigt. Die Skolarisation im Allgemeinen, das habe ich auch geschworen, die Prise en Charge von Kindern mit spezifischen Bildungen, den Umgang mit den Kindern, die die Lützburger Sprache nicht beherrschen, sind wichtige Konsignen, die auch in der Zirkulär sind, und die irgendwo dann hier nur eine Reperkussion an der Schule, an der Schulorganisation werden nun. Wenn ich die Zirkulär de Printemps liest, dann kann ich nur just empfehlen, Seite 27 bis 31 anzuhören. Da geht es um die Mission des Autorités Kommunales dans le cadre de l'enseignement fondamental et des structures d'accueil. Der Plan d'Encadrement périscolaire ist durchgeschwert, der Rapprochement zwischen der École fondamentale und der Service d'éducation et d'accueil, der Wolle von der Gestion an den Schulen, Partizipation in den Aktivitäten von der LASEP und Mise en place von Kurs supplémentaire für die Kinder aus dem Lusophon. Ich will just sagen, den Plan d'Encadrement périscolaire ist nicht wieder gesucht, der geht am Oktober wahrscheinlich damit der definitive Schulorganisation gestimmt, wo wir an der Regel immer so gehalten. Zum Punkt 3.2, da gibt es ja schon teilweise Rapprochement zwischen der École fondamentale an dem Service d'accueil, besonders die zwei Präkursklassen, die dürfen an der Maison Allee mit funktionieren und auch die Arbeit, die mal intensiv umgegangen sind, an der Ideenwerkstatt zu machen, für alle Suite noch mehr eine bessere Kooperation und Zusammenarbeit zwischen der Maison Allee an eben eine École fondamentale zu kriegen, die steht da.
Der Punkt 3.2, bon, wie die Schule intern funktioniert, ich denke, wir haben uns durch die Regeln gehen, besonders wenn ich an Permutationsgesetz denke. Am Punkt 3.4, ich meine, wir haben Aktivitäten, die mit der LASAP laufen, wir haben eine ganze Reihe von Aktivitäten, auch periskulärer und paraskulärer Natur. Das sind als Vereine, einerseits, das sind auch die Aktivitäten, die wir machen. Und zum Punkt 3.5, da geht es dem Lusophon-Kuren, das Posten proposieren wir schon Zentrengerei für Jahre an die Demande, die in dem Minister gestaltet ging, dass da so ein Posten akkordiert ging. Den eigentlichen Ausschlägen gegebenen Parameter ist natürlich aber 12 von den Kanner. Wir haben mittlerweile sind wir bei 1100 Schulkannern, also in drei Schulgebäuden. Die Kanner 12, die ist ja auch maßgebend oder den maßgebenden Faktor für die sogenannte Contingent de Leçon attribuiert zu kreieren und für dann die Stunden 12 eben zu kreieren, die man vom Staat bezahlt kriegen. Am Ganzen haben wir ein Koeffizient d'Encadrement von 1,99 Stunden pro Woche. Pro Kant gerechnet gehen, als das ob einer Schülerzahl von 1090 kann. Das letzte Jahr lungen wir bei 1037 kann. Also wir haben praktisch zwei Schulklassen in diesem Schuljahr beigekriegt. Was Nationalitäten angeht, die an unserer Schule vertreten sind, vielleicht ganz kurz. Wir haben von denen 1090 Kanner sind Talschen Flitzebäuer, also 542. Wir haben 200 Kanner, die portugiesischer Herkunft sind, 49 Kanner aus Frankreich und dann 35 Montenegriner. Wir haben noch eine Reihe Kanner, Schmengen, ein gut halb Dozen bis 10 Kanner, die den Flüchtlingsstatut haben. Was mich aber gestern ein bisschen erschlagen hat, das Zoll, dass man von denen 1090 Kanner, die wir hier haben, 62 Kanner haben, die nicht zu Schöffling wohnen, die aber an unsere Schulen angeschrieben sind. Davon sind wir allein 32 von euch. Wir hatten immer ein Verhältnis 35 zu 35, das heißt, also mal ruf, das heißt, genauso viele Kanner von uns sind auswärts an Schulgängen, wie man Kanner hätte, die von auswärts bei uns an Schulgängen sind, das Gleichgewicht ist nicht mehr garantiert. In dem Moment 31 Kanner, die zu Schöffling wohnen, aber auswärts an die Schule gehen. Ein interessanter Faktor, wenn ich bedenke, dass meine Demontoleien haben für einen Kreisch, die uns gesucht hat, die 100 Kanner betreuen, und davon wären 40 Kanner schulpflichtig. Ich will sagen, dass wir uns am Schäferrot schon Gedanken gemacht haben, ob man wirklich dann alle Demanten könnten akzeptieren, die in der Gemeinderat und der Schäferrot Gericht geführt Kanner, die nicht als die Schöffling wohnen an die Schulen, ranzuholen. Da gibt es eine Reihe von Kriterien, wenn ich die erfüllt, dann kann ich das akzeptieren. Ich muss aber so schon extra nachgefragt, das muss ich das nicht akzeptieren. Für dann zu definieren, wie ein Kanner man dann holen und wie ein Kriterien, dann darüber basieren, das ist ganz schwierig. Ich meine, mit der prekären Situation, dass man aber relativ beengten Schulraum haben, ist das eine Frage, die sich aber muss stellen. Und ich meine, ich auch an der Schulkommission zumindest angedeutet, dass ich darüber soll nachdenken. Für das Schuljahr 2019-2020 haben wir vom Ministerium ein Contingent von 2176 Stunden für die drei Schulen akkordiert gekriegt. Das sind da etwas mehr wie 100, mehr wie per Rapport zum letzten Jahr. Aufhängig von den jeweiligen Kannerzöllen kriegt bei Wingertschule 992 Stunden per Rapport zu 929 per Rapport zu 937 vom letzten Jahr, die Schmidtschule 753 per Rapport zu 755 und Nelly Steinschule, die könnt von 993 auf 994 Stunden herab. Dann gehen es nach Stunden, die Hochkontingent akkordiert sind vom Ministerium. Das ist ein Posten für den Akkei an der Halbe-Wingert-Schule, das ist ein Posten von 23 Stunden für den Akkei an der Lidi-Schmidt-Schule und dasselbe ist doch für einen Posten von 23 Stunden an der Nelly-Stein-Schule. Und dann, was ich wieder gesagt habe, 23 Stunden noch für einen Lusophon, den dann in den drei Schulgebäuden alle Prekos dann seine Aktivitäten. Neu ist, dass man für die Nelly-Stein-Schule einen Akkei-Posten angefragt gehen aus, weil man aktuell an der Lidi-Schmidt-Schule 12 kann, an der Albe-Wingert-Schule 11 kann er angeschrieben. Das Demante sind allerdings noch nicht akkordiert. Ein Demante bleibt noch zu machen, und zwar für zusätzliche Stunden für den Appui pédagogique, die d'enseignants stagiaires müssen helfen, das sind 1,5 Stunden pro Stagiaire zu kompensieren. Ich meine, das geschieht dann, wenn definitiv gewusst ist, wo man mit den enseignants stagiaires dann werden drin sind. Momentan haben wir 35 Ausschreibungen. Ich nenne das für die normale Präkurs an 31 Ausschreibungen für die Präkurs auf den Hütlen. Also normal in dem Sinn, dass die an das Schulgebäude gehen, und die profitieren dann nicht von den
Dienstleistungen von der Maison Relais. Die einer, die profitieren von den Dienstleistungsservicen, die an der Maison Relais getätigt gehen. Am Ganzen zählen wir momentan 1093 Kanner an unseren Schulen, 946 an der Albert-Wingert-Schule, 387 an der Lidi-Schmidt-Schule und 210 an der Nelly-Stein-Schule. Was die Ausschreibungen und den Service geht, den momentan auch ganz gut bei uns funktioniert, nämlich Beispielschule, die gehen ab dem 17. März, geht da dann durch eine Info versammeln für die Eltern, die interessiert Eltern, die 16. März um 19 Uhr envisagiert und dann tun den Eltern für sich an die Schule anschreiben. Auch dort zur Beispielschule, die funktioniert, heute Schöffling, muss ich aber wissen, dass die anderen Schulen bereit sind, ein Teil von ihrer Kontingentstunde, weil es sind zwei Enseignanten, die dort responsabel sind, an der Beispielschule, die drei Schulen sind bereit, die Stunden, die dafür da gebraucht werden, die aufzugehen, für das dann eben die Beispielschule kann funktionieren. Die anderen Gemengen, du funktionierst, du bist nicht, dass du den Enseignant an eine Edukatrice oder einen Edukateur, den an der Beispielschule funktioniert. Seinerzeit war also in dem Moment der Schulinspektor nicht bereit, für Kanner aus dem Präkurs mit durch andere zu involvieren, das hätte man das auch können machen, mich schon gestroffen, noch mit den Responsablen von der Beispielschule geschwärt, ob das nicht ein Approach wäre, die in der Woche kann holen, dass in den Enseignant gibt durch einen Edukateur ersetzen. Der Mond für ein Beispielschule muss ich nachfragen, wie groß die ist. Die orientiert sich ja zwischen 14 bis 16. Er kann aber auch kann mit besonders spezifisch sollen abgeholt gehen. Muss ich nur gucken, wie groß der Mond ist. Und, ob ich wirklich nicht denken muss, Diskussion feiern, eine zweite Beispielschule an das Leben zu rufen, wenn der Mond entsprechend groß ist. Und das eben verbindet vielleicht mit Präkurs. Mit das hängt eine Diskussion, die im Kader von dieser Schulorganisation mit Sicherheit noch nicht zu feiern ist, mir ist aber nicht uninteressant. Die einzige große Änderung par rapport zum letzten Jahr, die nach gesagt, dass die Schmidt-Schule nicht mehr nach zwei Zickel 2-1 Klasse wird tun. Du hast nicht genug von innen herabgekommen, weil sie pur kann aber auch an Nelly Stein-Schule aufgehen. Nelly Stein-Schule braucht allerdings einen zusätzlichen Zickel, einen Zickel 1 Klasse, die an ihrer Annex wird dann installiert gehen. Dafür ist auch der Kontingent an der Nelly Stein-Schule eben von 393 auf 494 entsprechend an die Blut gegangen. Eine weitere Änderung ist, dass an der Nelly Stein-Schule keine Zickelklasse mehr außer am Zickel 3 funktionieren. Das System hat sich in dem Sinn bewährt, dass am Zickel 3 beibehalten wird. Mir am Zickel 2 als Nachweis ist es so, dass die Unterschiede so groß sind, dass es keinen Wert hat, für zickelübergreifend zu schaffen, weil die Unterschiede an den Niveauen zu viel differenziert sind. Alles in allem will ich so, dass die Schulorganisation an Proposition von der Schulorganisation positiv gut geheischt gehen. Die Schulorganisation 1920, die Lohei 4 leitet das natürliche Recht Basis und für drunter gesucht, worauf der ganze Rest, den Horaire, Surveillanceplan, Klassewahl und so weiter abgebaut wird. Die komplette Schulorganisation wird dann am Oktober nur der Rentrée definitiv finalisiert gehen. Nachdem es mir heute den Plan von der Schulorganisation aufgestimmt hat, setzt sich der Co-Enseignant, ich hatte gesucht, am Juni dann zusammen für die Klassenabteilung, Klassenverdeilung, vorzuholen, das nun aus dem Permutationsreglement. An der Stadt können wir definitiv suchen, wo wir noch freie Plätze werden. Das zweite von der Lief dann über die Schuldirektion für alles zu finalisieren. Und wir votieren dann, wie gesagt, die ajustierte Version. Auch an der Suite bleiben wir als Conseil Kommunal gefordert. An der Zirkulär steht nämlich auch, dass alle Modifikationen, die am Laufe des Jahres stattfinden, dass wir die auch müssen hier approuvieren. Par exemple, steht dann durch ein Changement relativ à l'occupation des postes en cas de force majeure. Da kann man im Optrennen. Ich muss auch so dem Schuldirektor sind eine Reihe von Briefen zugestellt von Enseignanten, die in Erwartung guter Dinge sind, für zu sagen, sie dürfen sich breit erklären, nicht auf einen festen Posten sich zu setzen, mehr für das dann so zu machen, dass das am Ende von der Kanner kann durch einen anderen Enseignant gemäht gehen. Alles in allem muss schon, dass hier ein gut Arbeit gelegt gehen, dass aber noch viel Detailarbeit, die hier drunter liegt, die nicht so offensichtlich nur viel blinkt. Ich denke, in der Suite sind auch noch viele Detailarbeiten zu machen, für dass ein Schulgebäude so können funktionieren, wie das wird sein. Die Schilomolokade, die von dann heute gestimmt wird, mit Leben zu füllen ist, und das geschieht ja dann
dann kriegst du fast mal drauf die von der Klasse. Voilà, das waren die paar Introduktionsfehler, die ich wollte suchen. Ich meine, am Dossier selber fand er das Dokument, was heute eben dann zur Aufstimmung ist, nämlich der Frau Bayer, was Kontingent ist, wie die einzelnen Schulklassen dann sich auf die Klassen werden abdehlen, wie viele Präkursklassen, wie viel Zirkel 1, Zirkel 2, dann werden an den einzelnen Schulgebäuden werden abstimmen. Und er hat gesagt, Ihnen dazu frohe Remarken, Interventionen. Wenn das nicht der Fall ist, dann den Herr Sven Kiel, pardon. Merci, Herr Bürgermeister. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Namen von der SAP will ich ein paar Remarken zur Schulorganisation 2019-2020 machen. Als erstes will ich natürlich den drei Schulpräsidentinnen an dem Schulservice Messe sagen für diese Schulorganisation. Eine Schulorganisation ist nicht einfach ein paar Bayern mit Purzeln, nicht als eine Organisation, wo der bestmögliche Engagement von unseren Schülerinnen und Schülern soll garantiert gehen. Dabei sollen Schüler im Mittelpunkt stehen und einen qualitativen Unterricht für jeden Verein garantiert gehen. Ein Messe geht von unserer Seite auch an alle als Enseignants für ihren Ersatz. Ohne ein engagiertes Personal können eure Schüler nicht optimal auf Zukunft präpariert gehen. Allgemein kann in der Schulorganisation so, dass wir die Anzahl von den Kindern an den einzelnen Klassen müssen umarbeiten. Eine Klasse mit zu regen effektiver feiert dazu, dass die Qualität vom Unterricht drin erläuft. Klasseneffektiver von 17 Kindern und mehr sind schon höchst effektiver und erfordern viel Energie seitens unserem Lehrpersonal. Ob mit 17 Kindern und manchmal mehr noch gut Schulzahlen ist, steht am Rahmen. Wenn ihr aber die effektiven Zyklen 1 und 2 mehr genau analysiert, stellt ihr fest, dass die ziemlich schlecht sind. Ein weiterer 10. Klasse könnt ihr an einer Sternschule dabei. Und trotzdem bleiben die effektiver hoch. Aufzuwarten bleibt auch, welchen Impact die neue Krieg auf Schiffling wird tun. Da bleibt aufzuwarten, welche kann er durch den Krieg gehen und gegebenenfalls, wie ihr Bürgermeister auch seht, muss er reagiert gehen und welche Zölbis bekannt sind. Etwas lebt aber aus dem Gleichgewicht. Zwei von Nicht-Schöpflingen sind heute skolarisiert und andere Kinder gehen auswärts an die Schule. So die Jahre und Fedrun hat die Mama ein gutes Gleichgewicht. Weil der Wunsch auffällt, wir brechen heute eine Schulorganisation mit 1090 Kinder, wobei wir aber heute schon 1093 Kinder haben. Für uns ganz klar die Bildungslandschaft Schöpfling als ein Must. Wenn ihr wisst, welchen Notstand wir schon heute bei der Säle haben, wenn ihr wisst, dass Schöpfling immer wisst, dann kann ihr nicht mehr erahnen, welche Pinorien wir und Säle haben. Die notwendige Renovation von der Lidl-Schmidt-Schule, der Bau von einer feierten, sogar fünften Schule, sind praktisch nicht mehr wegzudenken. Wenn ihr aber den Timing liest, wenn ihr damit kann rechnen, dass wir die Renovation und um uns eine neue Schule haben, dann kann ich aber froh stellen, ob wir nicht trotzdem müssen kurzfristig an Alternativen denken. Weil ich werde bis 2023 kriegen wir so das Problem, alle als Kanner in der Dach zu kriegen. Das ist so nicht mehr. Ach, Remarken, Interventionen. Herr Marki. Merci. Ich will all den Intervenanten, wie der Sven Luke gerade auch gesagt hat. Merci so für die Arbeit, die Sie gemacht haben. An der Organisation, an der Schulorganisation. Ich wollte schon nach den anderen Remarken dabei machen. Erstens will ich sagen, dass der Prosch effektiv, dass ich muss wirklich vorstellen, wie er noch weiter möchte mit all den Kindern, die von auswärts auf Schöffling kommen, respektive mit der Krieg, die gedauert gehen, als für 100 Kinder abzuhören, wo da laut Bürgermeister 40 Stück sind, die nicht von Schöffling sind, an die auch dann sollen skolarisiert gehen. Da muss ich wirklich Richtlinien geben, wie er sie abhält oder ob er nicht durch Deadline setzt, ab welchem Moment in eine Schulorganisation dann aufschließt, für dann Klasse können zu fixieren. Ich meine, Schöffling kann nicht alle Menschen abholen, so wie die anderen Gemeinden auch nicht. An Tisch, da muss ich gucken, wie du ein Gleichgewicht zu finden. Zu der Bildungslandschaft, ich meine, da hat man für ein oder zwei Gemeinderäte eine Präsentation davon, wo ein Timing, ein Timetable draufsteht, wie soll die Klassen reorganisiert gehen, par rapport auch zu der Maison Relais und so weiter. Wie auch so die Renovationen von den Schulen und Neubauen von den Schulen angedeutet gehen, der Beplanung von 4, 5, 4 und mehr sogar. Und ich denke mal, dass wir da im richtigen Weg sind.
an wann in die heiten kleine Prämissen, die draußen und kleine Probleme auf ihr Leid von außen jetzt abzuhören, wenn die an den Griff kriegt, denkt man, dass man dann um richtige Wege für Schöpfling, für Zukunft auch an dieser Hinsicht gut abzustellen. Merci. Ich meine, wir schaffen intensiv drunter für den Nullbedarf, den Menschen an alle Bänken, auf alle Plätzen, du hast an die gewusst, das darunter zu schaffen. Ich will nicht so, dass diese Chefroute eben nicht einfach voll hintergehen und eine feiert Schule vollbauen, mit dass man als wirklich ein Dave pädagogisch an erzählerisch Approche voll in Höhle, für zu gucken, okay, wie können wir die vier in die Haut, die teilweise auch an der zirkulären Printemps stehen, die vier, die an der Gesellschaft sind, eben Kannenbetreuung plus Schulbildung, also die nonformelle und die formelle Bildung bei Ihnen bringen, wie können wir das machen? Dass das der Prozess ist, den uns natürlich nur ein bisschen Zeit kostet, das eben so. Das ist aber nicht zu verhindern, wenn wir die Approche wollen teilen und ich denke, die Gemengerung wird ja der letzte Sitzung zur Kenntnis geholt, wie wir wollen vorgehen. Und ich habe auf alle Bänke gespürt, dass du aber ein Konsens, dass wir in die Richtung du werden zu gehen. Ich meine, das wäre ein Kilo nicht unrecht, wie zu sagen, wenn es dann so könnte, wie es sich vielleicht ausweist, aber dann doch muss ich über Alternativen nachdenken. Ich denke, dass das an dem Prozess, den wir feiern, und das auch mit den Leuten, die den Prozess begleitet, sind die Diskussionen noch schon gefordert gehen. Ich will just etwas sagen zu den Klassen effektiver. Also natürlich kann ich so 17 Kinder, das sind da 5 zu viel. Kann ich noch so 17, sind da 13 Mann. Ich kann an der Literatur, ich habe mich viel damit beschäftigt, auch aussuchen, die so in Kleinklassen effektiver sind nicht immer am Sinn an dem Eintritt von einer qualitativen Schule. Großklassen effektiver, du gehst nicht nur weißlich. Die Großklassen effektiver können einst du auch dazu feiern, dass das Niveau von einer Klasse wesentlich mehr höher ist. Ich denke, heute ist ja ein Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal gemäht und schon nach gestern extra gefragt, weil ich scheuern habe, dass der Mann da für eine weitere C1-Klasse machen, weil die C1-Klassen zu euch waren. Ich habe mit der Schulpräsidentin alle Gure gestroffen und geschwärt und gesagt, dass das ist das, was wir zu dem stehen. Aber wenn sich am Laufe des Jahres etwas ergibt, ich meine, das steht ja auch in der Zirkulär dran, dann ist es ja nicht so, wie wenn der Ministerium sieht, ah nein, der hat ein Contingent von 2000 an ein paar Stunden, an die das einfach zu halten, dann muss man gucken, dass es eins gibt. Wenn sich wirklich schon weiß, dass man einen zusätzlichen Klassenraum an eine zusätzliche Klasse muss schaffen, dann kriegen wir das auch akkordiert. Ich meine, wir sollen uns nicht unbedingt so viel fixieren, ob Klassen effektiv mit 15, 17 oder 19, ich weiß. Also die Stimmen gehen, die wirklich behaupten, mit 12, was es viel mehr einfach Schule hat, wie mit 15 oder mit 17. Aber ich weiß aber auch, dass es nicht unbedingt richtig ist, wie zu sagen, wenn ich da 17 habe, dann habe ich eine gute Schule, wie mit 12. Das, was wichtig ist, ich habe schon gesagt, wir finden von den 53, 43 Kanner, die den Lützburger Spruch möchten sehen. Ich frage mich immer, wie kommen die anderen Kanner mit 4, die nicht Lützburgisch können? Aber wir machen ganz viel für die Lusophon, wir machen ganz viel für das Lützburger Spruch, das die lang vehikulär braucht. Und wenn man dann hier nur so an der Klasse 17 kann, du von den 13 Lützburger auf hier ausländisch mitbeischen, dann sind wir froh für mich, sie sind bereit für an den Sprachen, die wir an der Schule halten, mitzukommen oder sie sind nicht bereit. Oder umgekehrt, weil vier Lützburger, du sind 17 ausländisch kann, sind die 17 Kanner bereit, wie man den vier Lützburger, also ich hole nur fiktiv Beispiele, dann du einzig. Ich meine, das ist eine Analyse, die ich muss machen, wenn ich meine Klasse besetze mit 13 oder 17 und nicht so eine Schönlo. Dann haben wir natürlich alle genug die Kanner mit besonders spezifisch oder die Kanner, die sich nicht unbedingt so behüllen, wie eben an der Schule in sich soll behüllen, nämlich dass die Schule etwas gelehrt geht, nicht wo in sich die Body soll stellen. Also das sind die Herausforderungen, ich meine, die mit den Klassen effektiver zusammenhängen. Dafür einfach so die plakische Zölle gucken, ist nicht falsch. Der andere Seite, meine ich, also, muss ich es aber immer dann auch analysieren, mit wem habe ich da zu dir, wie sind die Kanner. Vielleicht habe ich eine soziologische Vermischung, die mehr gesund ist, wie ein Zwischenischer in einer Klasse. Vielleicht habe ich eine pädagogische Vermischung, die besser ist. Das kann ich nie so sagen. Also. Ja,
IFIO. Ja, ich will auch auf 10 Punkte darauf zurückkommen. Den einen Punkt, dass, wo ich auch abgreifen will, wo die nie auch gesagt hat, effektiv, wenn man ein Kreischreiner kriegen mit 40 eventuell oder potenziellen Kanner, die auch an die Schule gehen kommen. Ich meine, da ist einfach wichtig, dass man da am Vierfeld einfach eine ganz klare Message rausgibt, so, so ist es oder so ist es nicht. Weil nämlich auch für den Betreiber von der Kreisch, den soll auch wissen, ob werden sich an dem Kontext gibt alles. Ich meine, ob man in die Lido setzen, für die Kanner an die Schule ranzukriegen, oder ob man vielleicht kann man so, okay, man da ist eine Situation, wo es halt ist, also mehr kompliziert, vielleicht auch zu sagen, die können wir nicht abholen, prioritär sind einfach die Schöpflinger Kanner. Ich meine, dann ist halt die Message von du, die soll dann raus. Also ganz klar rausgehen. Ich denke aber, dass da auch der Chef geholt wird, die Evaluierung auch schon da mit angedeutet tun. Den zweiten Punkt ist Bösch Bildschirm. Da haben wir schon rausgehört, dass so ein relativ größter Mann auch da ist. Also eventuell könnte ich nur denken, für das neu zu strukturieren, aber auch für eventuell ein Zweit abzumachen. Wenn ich das juristisch auch mache, ist es so, dass du den Contagion wirklich von den drei Schulen, also es gibt einen ganzen Contagion, die drei Schulen dann zusammen gemacht, da gehen die Posten rausgeholt für die Bösch-Spielschule. Ich fand das ganz gut. Ich bin froh, dass ich aber heute stelle, ob nicht du wirklich ein vielleicht misst, anders als mit Sarah Ruggen, für einfach durch den Minister zu gehen, Zeit in Hugo ändert, weil die Contagions-Geschichte, oder das ist schon relativ lange hier, haben wir wirklich ein neues Projekt, den auch am Land löst immer mehr Ausspruch fand. Ob ich nicht so, vielleicht so ein Projekt schreiben oder ein Minister Ruggen, dann einfach so, dass du fies die Gemengen, die das tun, anbieten, dass die einfach ein Posten weiterkriegen. Wir hatten gestern die Diskussion, ich meine, das. Das soll ich als Abhänger holen. Ich denke, die Schulorganisation, wenn der Schuldirektor von der Schweizer Satei laut Basis ist, dass das noch nicht die Definitive ist. Ich meine, da haben wir auch noch Möglichkeiten für die Reflexionen, die noch gemäht sind, von längst erforiert sind und weiter. Das soll ich nicht politisch gemeint. Dass ich dann noch kann, dann mit der Schulkommission mit ranholen und dem Regionaldirektor, die man auf den Weg geführt zu suchen. Schon noch eine Reflexion. Wenn ich schaue, dass man das als privatiert, nicht unbedingt als Schöffling, wie über das Land privatiert, schon mich da fehlen. Aber da muss nicht dafür sorgen, dass bestimmte schulische Aktivitäten für dich besagt gehen, ihr andere schulische Aktivitäten auch besagt gehen für privatiert. Also ihr seht, Priorität liegt darauf, dass du als privatiert in der Schulklasse hast. Und geliebt. Ja, aber das ist aber, also wenn man Diskussionen rund um den Schwammunterricht gucken, muss ich sagen, das ist aber schon eine interessante Diskussion. Also ich meine, dass du aber Potenzial leid für die Schwammmeisterin zu sagen, okay, ich überhole die Responsabilität und dass man dann Lehrpersonal freikriegt. Also ich war ganz überrascht, wo die Minister so viele Leute den Weg abgemietet haben, wir können Schule zu halten. Aber nicht darüber nur gedurchtet, um zu gucken, okay, wo ich privatiert da sitzen, die am Fungel vielleicht etwas machen, was andere auch könnte machen. Also, ich will die Diskussion heute nicht weiter verdäufen, aber das ist auf dem nationalen Niveau, wo die Diskussion ist. Joggen. Ich gehe schon lange nicht mit Joggen machen, mein Face packen das nicht mehr. Ich gehe bald schwimmen und spielen Tennis. So, du willst das doch. Okay. Ja, ich denke, der Betreiber hat gesagt, kriegt, dass man das nicht du für eine, das nicht du für eine ganz große Dinge. Aufgesehen davon, dass er nicht dezidiert, dass die Kreche installiert wird. Wenn es kein objektives Kriterium gibt, für die Kreche nicht können, zu installieren, dann können wir so nicht gegen die verweigern. Also, ich gehe nicht auf irgendwo hin. Für Prozesse verlieren, dann muss man selber hinholen. Und ich meine, wenn es kein objektive Kriterium gibt, für die Kreche, die kann nicht hinkommen oder die Kindertagesstätte, wie die Deutsch sagen, da können wir es nicht verweigern. Wir können auch dem Betreiber sagen, den feiert zur Schulpflicht zur Schule kann, was er nicht für Schöpflinge schon sind. Da musst du gucken, dass die ins Gast. Das fängt schwierig zu gehen. Ja. Ich meine, da gucken wir mal. Also, wir haben 32 Kanner von euch. Ich meine, nur eine totale Analyse, wo die 62 Kanner hierher kommen.
Was du sagst, ich meine, du wirst auch, dass man eine Zeit von hier an einer anderen Gemeinde ein Busch kriegt, die kann aber ja ist, an die Schule bringt. Vielleicht guckt man da zu viel einfacher an, als nicht zu viel am Detail, wenn man beschäftigt, wen sind dann nur die zwei. Also ich kann mir, ich sehe einfach ein Problem, unter denen zwei, also ich kann dafür zu sagen, du kannst reinkommen und du kannst nicht reinkommen. Von den Kriterien erfüllt, dass die in dem Gesetz steht, la garde de l'enfant par un membre de la famille, la garde de l'enfant par une tierce personne exerçant une activité d'assistance, la garde de l'enfant par un organisme œuvrant dans le domaine socio-éducatif, la situation du lieu de travail d'un des parents, wenn das Kriterien sind, und die Leute erfüllen die Kriterien, ja, da können wir nicht zu sehen, du erfüllst sie, weil du was hast genehm, und du erfüllst sie nicht, weil du was hast nicht genehm. Also, du musst mal schon bei den objektiven Kriterien dann da bleiben. Also, das ist nicht so evident. Auch das ist ein Punkt, den ich vielleicht auf anderen Niveau dann noch muss diskutieren. Allerdings, die Gemeinde und Responsabilität. Ganz genau. Die Stadt schreibt vier, die Gemeinde können dann drüber. Also, da muss ich aber auch nicht so viel. Vielleicht nur drei, aber auf einem anderen Platz. Ja. Für uns, also ich habe es nach dem Grund zu hängen, du hast gerade geschafft, für den zwei, ich kann nicht mal holen. Ich gebe auch, also, weil du gar nicht die Interessen für die Saison, die hier sind, für das nicht, und müssen rauskommen. Das ist einfach, seht, als neuer Moment, als Beispiel, ab den Dingen, also, leider sind das Klasse voll, aber wir können aber auch Chemie holen. Das ist so, ich meine, wie gesagt, ich denke, du hast noch viel zu sehen. Vielleicht kann ich noch, punkto Bildungslandschaft, dann bin ich sehr ganz mit abbauen am Dorf, vielleicht dann, kommt der Jean irgendwie erheben, dass ihr seht, dass ihr ganz neue Projekte, dass ihr das irgendwie anders handelt. Merci. Jo, merci. Madame Cattivelli. Also ich schätze, da du, wenn ich schon so lange Zeit habe, und also in der Zeit dann schon gegangen bin, aber ich habe nicht was am Haben. Alle Kaffee. Und das ist ein bisschen zu nehmen. Das ist fein, ne? Ja, ja. Oder so, dass das aber immens gerne. Ganz viel ausgegangen, aber ja, etwas gießen. Also, guck, ich will alle töten, ja. Ich finde es so, dass das die große Klasse, dass ich will noch viel Ausländer lohnt, das tut sich schon ganz geändert. Das Leben wird sich geändert. Und dass man so viel kann auf den Auswärts. Und ich weiß nicht, ob ich da falsch leihe. Mir ist die Menge, dass sind so viel kann bei der Wohnversuch stehen oder Gott weiß wie so mit Mann oder der Papa nicht können. Und dass sind die dann eben heute ganzen Tag dann sinnlos vor oder so. Und dass sind die dann kann bei der Wohnmodellen der Fashion, dass sind die dann können heute anschauen. Das ist vielleicht ein Deal, dass es so ist. Ich weiß es nicht. Ich will ihnen aber und dass es denen auch nicht schaffen von denen zwei. Und sie wollen sie nicht an einen Krieg gehen oder wo machst du? Die mehr dumme Willen, die kann er ja auch nicht mehr versuchen. Du kannst ja dem Herrgott auf die Knie denken, dass nach einem Wurm du hast, die sehen, ich will in den Kammern. Dass die da sind, dass die Kammern nach an der Familie so gezielt gehen. Das sind wahrscheinlich auch die dann an die Schule kommen, wo die Kriterien erfüllen lassen. Und dann hat ich will so, dass von der Schwammern und so weiter, dass sie noch andere Leute kennen, sind die Spätzeit an die Schule gekommen sind. Und die Schulmeister zu sehen, und dass du schon immer gesagt hast, dass ich muss brevetieren, sind natürlich die Schulmeister, die den Turnen hält oder das Schwammen hält. Als ich dann an die Schule kommen will, lachen bei den Schulmeistern, dass ich sich melden kann, und ich wäre nur 30 Schuhe. Und das ist aber immer, und das ist immens gelaufen, weil ich fand auch, also mein Ding ist, dass Schiffrein, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Wenn du Schulmeister warst und du hast Talent, die Schulmeister zu sehen, da begeht auch an Schule, an Giftige, die kann er das machen. Am Platz, dass du da siehst, oh, ich will nur Turnstunde oder ich bin am Schwimmen. Das ist ja aber mir einfach, gell? Du gehst du hin, du hältst das, du weißt, wie es du musst. An der Schule musst du dich präparieren, das ist viel Arbeit drin. Und dafür fand ich auch, dass da aber wann nicht mehr schwingen, das ist noch immer das Gesetz, das geht keiner ran. Also so wie ich rankomme, sind die uns. Ne? Das Gesetz, das muss man revidiert sein, den Schwammen oder Turnen. Ne? Also ich gebe so eine. Das hat schon gut funktioniert, die Zeit. Aber also die Privilegien, die wirklich das gelehrt haben, haben noch gute Punkte, als Schulmeister rausgegangen sind, die sollen auch an ihrer Schule bleiben. Kitas und so auch viel mehr Arbeit tun, andere, wie wir in den Anschwemmen geht und so weiter. Das ist mein Meinung, aber auch. Dann schulde ich aber, merci. Kein Problem, wir sind häufig zu diskutieren und nicht für sich dann schulde. Merci für Ihre interessanten Interventionen. Ich gehe davon aus, dass es kein
weiter Remarke gehen, da könnte man auf Wort gehen. An erstaunlicherweise geht es taub, man kann ihn schützen. Herr Schütz, ja. Herr Spautz, ja. Herr Weimerskirch, ja. Herr Agovic, ja. Madame Caputo, ja. Madame Cattivelli, ja. Herr Feireisen, ja. Herr Fiorelli, ja. Herr Godert, ja. Herr Kalmes, ja. Herr Kiel, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Löckwitz, ja. Herr Marki, ja. Herr Notum. Ja. Boah, das ist eine Korrespondenz, die wir kriegt vom, von der Regionaldirektion von Philipp Kloos. Am Kader von den ganzen Diskussionen rund um den Masterplan Bildungslandschaft Schöffling haben wir ja definiert, dass wir alle gehen als Schulen versuchen, umzustrukturieren, sie mit Nobel Maison Relais zu bringen, Maison Relais zu dezentralisieren, an dem Kader also ruhig eine feiert Schule zu bauen, wie das schon an der Plan vom feierer Schäferhut ugedurcht war beim Lieu auf den Hudeln. Auf ihr, dass du direkt zu Nil mit Käpken gemäht gekitt, dass der Teil eng habe, dass die mindestens 4 Jahre nach Werden und Land sehen, ihr Schule dann definitiv durchsteht. Also eine Gruppe der Travail an die Lebegruf gehen von Seiten vom Regional. Direktor, den Konzept Pädagogik soll man auflesen lassen, die an dem Schulgebäude soll funktionieren. Aber das ist ein Gemengerot für den zur Kenntnis zu holen, dass den dann noch entsprechend kann funktionieren. Ich meine, es steht ganz klar dran, was die Mission ist, das Projekt Eterilisé, en vue de l'ouverture de la structure à l'entrée 2023. Also wir setzen uns da ein Ziel für, was wir hoffentlich so können erfüllen, la mission de groupe de travail au Pudlen zu terminen. Donc, le 15 septembre, la direction exprime son souhait que le premier comité d'école émane du groupe de travail au Pudlen. Also, hier sind Leute, die doch gesehen, wen an dem Care-Group sich da gemeldet hat. Dann an dem Care-Group sollen eben 7 Vertreter aus dem Schulbereich und noch 2 Vertreter aus dem Bereich vom Accueil, Maison Allée, mit dabei sind. Und wenn der Gemeinderat das heute zur Kenntnis hielt, dann werden wir entsprechend der Maison Allée schreiben, respektive dem Betreiber, dass sie da 2 Leute soll offiziell nominieren, dass du die Koordinations- und Kooperationsarbeit, die du auch durchführst, dass die kann entsprechend erfüllt gehen. Können dort so frohe Remarken, denn er weiß nicht. Ja, weil mir fand das ein ganz gut Sache, dass das so ein neuer Weg, wohin du auch geht, wenn du eine neue Schule geplant hast, dass du direkt dann eine Gruppe von Enseignern und Edukateuren du auch gefragt wird, für du sein Pfefferkehr mit beizulehnen. Ich kann selber du ein bisschen als Erfahrung losschwätzen, weil in der Gemeinde, nämlich zuerst mal Gemeinde, wo ich Schule halten, du hast auch dann die neue Schule auf Bellwall, die hast auch von seinem Gruppe matt geplant gehen und du sie ganz gute Erfahrungen gemacht und ich meine, dass die Direktion eben, weil das auch dieselbe ist, dass wie heute zu Schöffling, dass die du dann auf den selben, den ähnlichen Weg gegangen hast und früher wäre das auch gar nicht denkbar gewesen, dass du hast einfach eine Schule geplant gehen fertig und da sind die Leute nur da hinkommen und hier ist ein ganz neues Konzept und wir begrüßen das und dass eben das Enseignant dann noch so motiviert sich für die Mathe zu schaffen und dann auf die Weg zu gehen, das ist begrüßenswert. Ja, ich denke, dem muss nicht beizufügen. Die Missionen, die hier beschrieben sind, die Elaboration von einem Konzept Pädagogik, die Elaboration von einem Reglement durch die Interne, nach der Kollaboration eben noch mit der Struktur der KI, wo wir ja alle gut wissen, dass es da Hürde gehen, die nach müssen überschritten gehen. Ich meine, hier ist wirklich etwas Konkretes, was ganz genau an die Richtung wird gehen. Und du, manchmal sind sie wohl Betreiber aus der Maison Relais hier, responsable, wie auch die Edukateuren aus der Maison Relais sich bewusst, dass sie ohne das tun nicht mehr wird gehen. Und ich meine, an der Philosophie getaucht schon geschaffen, und das einfach nicht mehr zu begrüßen. Du musst mir kein Wort holen. Okay. Aber für das die Gruppe de Travail aber auch kann funktionieren, wollte man proposieren, dass dann noch ein entsprechender Kredit an unser Budget angeschrieben wird, so wie die anderen Schulkomitee einen Kredit tun, gibt diese Gruppe de Travail dann noch Kredit kriegen. Wir haben mal 10.000 Euro angesagt, also vielleicht ein bisschen höchst angesagt, ich war ganz überrascht, wenn wir ihnen proposiert haben, 10.000 Euro. Mit der Nummer Spielraum, wir brauchen nicht noch einen zweiten Kredit, weil wir müssen nur schöpfen. Hierher zu kommen. Gehen nicht zu froh. Hallo, spontan könnte ich nicht unbedingt von Kredit zu dienen. Die Care-Gruppe, wo treffen, wo schaffen die in Zukunft?
treffen die schon bei einem neutralen Raum oder sie und die ja nur irgendein Saal an der Maison Relais, wo sie sich können mal austoben mit all ihren Ideen. Hast du etwas dafür gesehen oder wird, wie hast du ein sehr gutes Interesse halber? Ja, also Interesse halber, das war so, dass, dass wir ein Gespräch hatten, den Sarah Scholtes, den Philipp Klose und selber, wo wir genau die Duo noch rübergeschwert haben. Wenn wir das Teil zur Kenntnis kommen, dann wird man entsprechend agieren, weil das ist effektiv ein Demand auch von ihrer Seite. Du, wo können wir uns installieren, wo können wir das, was wir zu tun diskutieren, was wir festhalten, vielleicht ein paar Bayern können festhalten. Also die Remarke als korrekt, und dem soll auch Rechnung gedroht gehen, dass ein Rapport gemäht gehen und aufgrund von dem Rapport, den durch den Chef verrot wird gehen, wird man greifen von Missuren müssen. Shit. Gut, da gebe ich so noch Wort für den Kredit. Ein Froh. Pardon? Schön ein Froh. Ja. Was den 10.000 Euro, die du dafür gesehen hast, wie sind die angeplant? Das ist schon nun, dass das einfach nur mal ein Sommer ist, um zu gucken, wie das eben so funktioniert. Froh, die Hand runter, ich meine, ich meine, ein Debattkrieg zu haben, wie der Herr Klosecker gesagt hat, dass das Lehrpersonal die Stunden, die sie auch noch schaffen, noch als Formationsstunde kriegen. Du stellst mir dann froh, wie ist ein Ausgleich mit den Erzeugern von der Maison Relais? Weil die muss ja auch Stunden da aufstellen. Als du irgendetwas umgedreht gehen, geht das vielleicht remboursiert von der, die Stunden, die da verloren gehen, für die Maison Relais? Oder als du einfach mal, wir starten mal und dann gucken wir mal wieder das. So mal eins, was ganz erlaubt, dass sie nicht alles Kompetenz. Ah, okay. Ich meine, hier ist Kompetenz, von dem Duo-Grupp, der Travail ist Kompetenz, Regionaldirektion. Ja. Und die andere Kompetenzleiter natürlich bei der Maison Relais. Die Frage ist aber auch undiskutiert am Kader von dem, okay. von dem Gespräch, was wir da hatten. Also, es gibt eine Reihe offene Fragen, die zu klären sind. Und ich meine, die bleiben Leute, ein Projekt. Kompetenz sind, sollen sie machen. Und, boah, ich meine, wenn man gesehen hat, dass da Probleme sind, dann muss man wahrscheinlich auch bei den zuständigen Stellen intervenieren, für das der Woche kann. Kann okay. funktionieren. Bleib an der Karte als groß von eingestreckt. Ja. Okay. Wo wird? Ich bin Herr Schütz, Herr Spautz, ja. Herr Weimarskirch, ja. Herr Akowitsch, ja. Herr Caputo, ja. Herr Cattivelli, ja. Herr Feyreisen, ja. Herr Florelli, ja. Herr Gutter, ja. Herr Kalmes, ja. Herr Kill, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Löffri, ja. Herr Machki, ja. Herr Notum. Ja. Der letzte Punkt von unserer engstündigen Sitzung, also die Auer, du geht nachher mal nicht richtig. Ich meine, länger neuer zu sichern. Ach so, als die Dune zu ändern? Nein. Das heißt, ich immer, immer an der Wand der Zeit. Ja. Du für also immer so klar. Ich so. Bin die nicht gedreht. Schon mehr. Ich bin nicht gedreht. Ja. Also, komm, hol es einfach. Also, okay, danke. Okay, gut. Ja. Also, der nächste Punkt betrifft den Contrat de Location zwischen der Madame Klopp an der Gemeinde und der Tiereng Wohnung am Centre Senior auf 12 Rue Pierre Dupont. Und zwar für ein Appartement Nummer 29. 55 Quadratmeter groß, mit einem Keller für die Nummer 29, 3 Quadratmeter groß, und das für ein Loyer mensuell von 319,41 Euro respektive Chargen von 140, dass das ein total Loyer Chargen ausmacht von 550 Euro. Kondition der Residenz und all anderen Sachen, die man den Kontrakt de Loyer. Der Kontrakt der Location zu dienen und die sind an dem Dokument festgehalten. Gehen dazu froh. Was nicht der Fall wird, die muss ich noch unterschreiben. Herr Spautz, ja. Herr Beimerskirch, ja. Herr Agovic, ja. Madame Caputo, ja. Madame Cattivelli, ja. Herr Feyreisen, ja. Herr Florelli, ja. Herr Gutter, ja. Herr Kalmes, ja. Herr Kill, ja. Madame Kuhn, ja. Herr Lequi, ja. Herr Macki, ja. Herr Notum. Ja. Voilà, das wäre das für uns öffentliche Sitzung von heute, die wir auch gedacht hatten, mit einer guten Stunde. Wir sind an der Zeit geblieben, so nicht alle gemerkt für die Disziplin, die da abgerutscht hat, für das wir das so zügig konnten mitbringen. Und da steht dann die nächste Woche von unserer Schulorganisation und wir können das dann entsprechend en route setzen. Vielmals merci und euch noch einen schönen Tag.